Willkommen zu einem neuen Video. Das ist mittlerweile schon die sechste Woche meiner Vorbereitung für meinen ersten Halbmarathon im Mai. Ende Mai, um genau zu sein, das heißt in ungefähr 2 Wochen, wenn das Video rauskommt. Heute ist Mittwoch, das heißt Intervall steht auf dem Plan. Irgendwas fehlt. Genau, nämlich der Dienstag. Und da war ich, ja, wie immer, im Fitnessstudio und hier ist eine Liste von Dingen, die ich gemacht habe. Und zwar Butterflies. Latt ziehen im Sitzen, Russian Twists oder Rumpfdrehen auch genannt, Hacken anfassen, also Heel Touches, Kabelzug rudern, wobei ich habe das nicht am Kabelzug gemacht, sondern an der anderen Maschine, Bankdrücken und Bizeps Curls, sprich alles für den Oberkörper. Und hier ein Foto, ich war da. Zurück zum Intervall. So, geschafft in jeder Hinsicht. Das war irgendwie anstrengender als gedacht. 10x 45 Sekunden Sprint. Und 30 Sekunden Erholung, was auch rein rechnerisch weniger ist als beim letzten Mal, sind da theoretisch nur 11x30, weil 10x5, naja, ich glaube, ich habe gerade eine Fliege verschluckt. Ich habe auch direkt irgendwie ein schlechtes Gewissen. Erst natürlich, weil ich mich vegetarisch ernähre, muss man da mal wieder erwähnen. Und zweitens, irgendwo sitzt jetzt eine Fliegenfrau und wartet auf den Mann. Oder ein Fliegenmann und wartet auf den Mann. Kann ja sein, die sind ja, das ist ja alles nicht so schlimm. Fliegenmann, Fliegenfrau, 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 Fliegenmann, Fliegenmann, wie auch immer. Irgendjemand wartet auf den Mann. Vielleicht war es eine Frau, die verschluckt hat. Oh Gott. Oder ein Kind. Ich mag gar nicht drüber nachdenken. Naja, wie auch immer. Zeiten, denke ich mal, sind ganz okay. Ich kenne sie noch nicht. Also ich kenne die Durchschnittszeit. Und die schnellste Zeit, die ich gelaufen bin. War okay. Problem ist, das Problem, mein Fuß tut weh. Kleine Ausrede, falls ich langsam war. Und zwar unten in dem Beugedings da. Das. Ja. Und das war's auch schon wieder für Mittwoch. Tschüss. Heute ist Donnerstag, ein besonderer Tag. Und zwar Christi Himmelfahrt oder Vatertag, Männertag und was auch immer. Allerdings habe ich den Bollerwagen getauscht gegen Gartenarbeit. Um genau zu sein, Holzhacken. Ich finde nach wie vor, das ist eine sehr gute Übung. Also nicht nur Übung, es macht auch Spaß. Und man hat auch irgendwie ein bisschen länger was davon, weil Holz brennt ja. Naja, dann wurde ich noch überrascht von einem Haufen Menschen, die mein Auto gesehen haben, welches vor dem Garten geparkt hat. Keine Sorge, das waren alles liebe, nette Menschen, die mich begrüßt haben. Und danach war ich noch im Fitnessstudio. Beweisfoto. Im Prinzip habe ich ähnliche Sachen gemacht wie am Dienstag, bis auf, ich weiß gar nicht mehr, es war gerade, ich habe es aber schon wieder vergessen, wo wir beim Vergessen sind. Ich habe die Uhr vor einer Woche und einem Tag aufgeladen, umgebunden, bin jetzt noch bei 44% Akkuleistung. Daumen hoch, Chorus, also ich würde wahrscheinlich noch eine Woche durchhalten, aber ich lade die irgendwann mal auf, damit ich habe einfach ein besseres Gefühl, wenn ich mit der Uhr rumlaufe, die mindestens 90% hat, wenn ich aus dem Haus gehe. Obwohl, ich würde mit der auch bei 10% aus dem Haus gehen und laufen können, weil ich habe da überhaupt keine Sorge, dass die irgendwann nachgibt. So, mal sehen, was ich mache. Morgen ist Freitag, da wäre Laufen dran. Momentan tut mir mein Bein noch so ein bisschen weh. Das heißt, wenn das morgen weh tut, gehe ich morgen nicht laufen, sondern erst am Samstag. Wenn es Samstag noch weh tut, dann wird es eng, weil ich noch 2 Läufe habe. Naja, mal gucken. Bis gleich. So, es ist Freitag. Ich sitze hier auf meiner Couch und kann nicht laufen. Es schmerzt doll, halt in dieser Beuge. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Denke aber mal, ich habe mir einige Sohlen gekauft von meinen Vans, weil mit denen kann man gar nicht abrollen. Ich denke mal einfach, dass es auch daran lag, dass ich das mit den Einlegesohlen vielleicht zu spät gemacht habe oder vielleicht sind die Einlegesohlen auch scheiße. Ich habe keine Ahnung, auf jeden Fall. Ich schiebe es mal auf die Vans, weil mit denen kann man einfach nicht abrollen. Das merke ich jetzt. Ich habe gerade mal ein bisschen Eisspray drauf gemacht auf den Fuß. Geht schon besser und gleich werde ich ihn kühlen. Das heißt, den ganzen Abend Fuß hoch kühlen. Ja, dann gucke ich mal, wie es morgen wird. Wäre natürlich bitter, wenn ich nicht laufen kann. Viel bitterer ist allerdings, dass ich heute den ganzen Abend hier auf der Couch sitze und nichts machen kann. Das ärgert mich. Ich finde es einfach nur ätzend, rumzusitzen und nichts zu tun. Aber das ist natürlich nur meine Meinung. Vielleicht setze ich mich auf den Balkon, wäre das auch schön. Aber ansonsten, ich sitze halt nur rum und das ist doof. Plan B, ich spiele mit der Katze. Maggie. Ich habe mich dann noch weitere 24 Stunden geschont, also den Fuß. Wenn ich langsam gehe, ist das okay. Also bis eben ging es sogar. Jetzt gehe ich hier ein bisschen zu meinem Startpunkt und ich merke es wieder. Naja,
Ich habe den Fuß wirklich geschont, gekühlt. Es geht, ich muss ja gucken, wie ich auftrete. Das wird schon. Oder der Fuß weiß, was ihm bevorsteht, nämlich Tempolauf. 3x2 Kilometer, ziemlich windig hier, Sekunde. 3x2 Kilometer Tempolauf. Das heißt, die zwei Kilometer soll ich irgendwie mit einem 530er Pace, was das nicht so schnell ist, laufen. Das Ganze dreimal, zwischendurch 3 Minuten Erholung, bla bla bla, 10 Minuten aufwärmen und dann wieder 10 Minuten zum Abkühlen. Das sollte ja funktionieren. Na, mal sehen. Ich habe den Vormittag dann damit verbracht, weil ich ja nichts machen konnte, irgendwelche Rezepte nachzukochen, die ich mir immer schon mal irgendwie zurechtgelegt hatte. Wie Käsekuchen aus der Mikrowelle, aber hier Pfannkuchen, alles mit Skier, den ich sehr gerne mag. Und das war so viel. Ich muss mich jetzt unbedingt bewegen, weil das war Essen für 4 oder für 3. Oder für 2, keine Ahnung. Ich gehe jetzt mal los, wärme mich auf und ich hoffe, ich schaffe das. Wenn nicht, dann nicht. Also im Nachhinein betrachtet war es nicht unbedingt wirklich schlau, laufen zu gehen, aber naja, man lernt immer dazu und so schlecht waren die Zeiten jetzt auch nicht. 10,4 Kilometer und 35er Pace, das ist ganz okay, überflüssig zu erwähnen, dass mein Bein weh tut und ich jetzt nach Hause humpel und dann Füße hoch, ausruhen und hoffen, dass es morgen wieder gut wird, weil morgen muss ich ja fast 2 Stunden laufen. Na, ich muss nicht, ich will, ich darf. Mal sehen. Also hier mal die Zeiten von den Abschnitten. Die Tempo-Abschnitte habe ich in einem Pace zwischen 5 und 35 laufen wollen. Habe ich auch geschafft. Und die ruhigen Phasen dann irgendwie so um die 6. Ist ganz okay. Und das war auch so der Plan. Das dazu. Heute ist Sonntag. Und normalerweise wäre ich schon gelaufen oder ich würde es planen, heute zu laufen. 1 Stunde 45 Minuten, um genau zu sein. Das lasse ich aber aus. Es geht einfach nicht. Der Fuchs, wenn ich ihn ruhig halte, geht es, wenn ich ihn kühle, geht es. Sobald ich ihn bewege, tut es weh und das ist ja Quatsch. Und dann noch laufen, da, wer weiß, was da noch passiert. Deswegen würde ich auch das Training für die nächste Woche komplett ausfallen lassen. Den Fuchs weiterhin kühlen, ausruhen und ich werde mal gucken, ob ich irgendwie einen Termin bei einer Physio bekomme. Einfach zur Sicherheit, um vielleicht doch noch irgendwie in 2 Wochen laufen zu gehen. Weil dafür trainiere ich ja. Wenn nicht, wäre es super schade, aber ich will auch nichts riskieren. Gesundheit geht vor. Und deswegen muss ich das Video jetzt mit dem großen Cliffhanger beenden. Wie es mir geht, wie es meinem Fuß geht, wie es meiner Katze geht, sieht man dann in einer Woche. Drückt mir die Daumen. Vielleicht schaffe ich es ja. Vielen Dank. Tschüss.